Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. Wir sind in der letzten Folge in Surchester angekommen. Das ist so eine Eisstadt und hier gibt es auch eine weitere Arena. Und zuallererst werden wir uns hier jetzt ein bisschen umgucken. Der wollte mir schon kein Eis verkaufen, wie der Blödmann. Und ja, schauen, was Surchester so hergibt. Wahrscheinlich geht hier auch ein bisschen die Story weiter. Was willst du denn? Ein Gelatropo will er haben. Und dafür will er mir ein Jiutetsu geben. Okay, ich habe, glaube ich, keinen Gelatropo, aber ich werde dir eins bringen, alter Mann. Muskeln sind der Schlüssel. Wenn die Muskeln ordentlich Wärme produzieren, lässt einem Kälte kalt. Das macht tatsächlich Sinn. Okay, also wir sollten ein Kampf-Pokémon vielleicht nach vorne packen. Guten Tag, Dizzy, der Fernseh-Einschalt-Service ist auch für Sie da. Ich war schon in anderen Städten und jetzt bin ich in Ihrer Stadt. Hallo, lässt mich bitte durch. Ich muss doch den Fernseher einschalten. Nein, nein, ich kann meiner Profession nicht nachgehen, weil das Brr-Ding in dem Weg steht. Ja, tut mir leid, alter Mann. Hallo, dürfte ich bei Ihnen vielleicht den Fernseher einschalten? Ja, das sieht gut aus. So, Fernseh-Einschalt-Service ist da. Es laufen Nachrichten. Das kostet 80 Poké-Dollar. So, was haben wir noch hier unten? Ganz viele von diesen Nom-Nom-Dingern. Guck mal, er hat einen kleinen Schneemann gebaut. Oh, das ist süß. Das ist knuffig. Aber ansonsten, da ist noch ein Schneemann. Der hat sogar was für uns. Eine Poké-Puppe. Eine Poké-Puppe hat er für uns. Das sieht aus wie eine Therme. Aber hier soll es noch irgendwie ganz tolle Geschichte geben und sowas. Also auf jeden Fall erzählen die ganzen Leute von irgendeiner tollen Geschichte oder dass das hier alles vollgestopft ist mit Geschichte. Ich mag zwei Challenger ganz besonders, Hop und Mary. Hä, Hop ist doch voll der Loser. Aber Dizzy sollte man der Challenger auch nicht unterschätzen. Das stimmt, hier, guck, die Mädels mögen mich. Blöder Junge, mag Hop, der ist bestimmt schwul. Ja, er mag auch Mary, aber wie kann man denn Hop mögen? Was, du willst mir Draco-Meteor beibringen? Okay, kann das denn überhaupt irgendjemand erlernen? Oh, jetzt kann unser FM den Draco-Meteor. Keine Ahnung, was das bringen soll. Das soll aber die stärkste Drachenattacke sein, die es überhaupt gibt. Kann man hier noch die Bilder angucken, was die bedeuten? Schöner Wolf. Ist das ein Snobbilly Cat? Ich glaube nicht. Das sieht eher aus wie ein Wolf statt eine Katze, aber ist in Ordnung. Steht hier vielleicht irgendwas Interessantes? Dies ist die historische Heroentherme. Der Held soll einst in ihr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. Ich will auch da drinnen baden. Aber anscheinend darf man da nicht rein. Stattdessen findet man hier einen Eisspeer. Auch nicht schlecht. Euer 2 bis 5 Eiszapfen auf das Ziel. Bringt uns bei dieser Arena halt gar nichts, aber allgemein vielleicht ganz cool. Und das Gong ist wahrscheinlich da, um die Therme anzuheizen, ne? Das wird Sinn ergeben. Gut, aber anscheinend gibt es hier nicht wirklich was zu entdecken in dieser Stadt. Außer, dass man die ganzen Fernseher anmachen kann und sich dadurch ein bisschen mit seinem Nebenjob Geld verdienen kann. Deine Lieblings-TM? Ja klar, bring mir bei. Eissturm. Hier kriegt man ganz viele Eisattacken. Warum? Eine Eisattacke, die gegnerische Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiativewert senkt. Das klingt sehr gut. Eissturm klingt tatsächlich gut. Hallo, lass mich durch. Ich will mit deiner Freundin reden. Das sieht aus wie ein Burgerladen. Inferno. Ich dachte kurz, er hätte so einen roten kleinen Hut auf. Aber das ist nur die Vase dahinter. Schade, das wäre richtig witzig. Dass er irgendwie die Bedienung ist und deswegen so einen roten Hut auf hat. So, hier kriegt man doch bestimmt irgendwelche Items, die gegen Eisattacken helfen, oder? Man kann hier nichts kaufen. Das ist ja lame. Aber hier ist wieder dieser Wandteppich. Den kennen wir doch schon mit Schwert und Schild. Aber anscheinend kann man hier sonst nichts machen. Das ist ein bisschen schade. Unnötig. Dieser Laden ist unnötig. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir geben den Kingstein Nickel, weil dieser komische Fokusgurt soll laut Rannik nur dann was bringen, wenn man von 100 auf 0 KP runtergepackt wird. Dann überlebt das Pokémon mit 1 KP. Was super dumm ist. Also ich glaube, in der Story ist das nicht sehr relevant, sondern erst, wenn man irgendwie gegen andere Leute spielt. Was ich auf jeden Fall auch noch vorhabe in diesem Spiel. Werde ich wahrscheinlich am Anfang mega verkacken, weil ich einfach gar keine Ahnung habe von Pokémon-Kämpfen. Aber ich habe auf jeden Fall auch vor, nochmal gegen zum Beispiel euch als Zuschauer, wenn ihr das Spiel habt, auch mal zu kämpfen. Das fände ich bestimmt witzig. Dann war es das aber, glaube ich, erstmal mit Surchester. Eine sehr ereignislose Stadt. Und wir schauen uns die 6. Arena an. Und Hop ist auch schon da. Hallo Hop. Oh Mann, ich habe voll reingegriffen in die Scheiße. Das war alles blöd. Gesteins-Pokémon sind nicht wirklich gut gegen Eis. So ein Mist. Naja, sag du bitte schlauer, ja? Hier hast du noch die Ligakarte von Mack. Und ich überlege mir derweil, wie ich nochmal gewinnen kann. Darf man das eigentlich so oft probieren, wie man will, diese Arena-Challenges? Oder hat man nur 5 Versuche und dann hat der Arena-Leiter auch keinen Bock mehr? So, Baldwin gibt es auf jeden Fall nochmal einen Mondball. Der ist besonders gut, um Pokémon zu fangen, die sich durch einen Mondstein entwickeln. A.K.A. Pixie. Oder Pipi? Pipi. Pipi wird zu Pixie durch einen Mondstein, soweit ich das weiß. Gut, ich glaube, wir sind eigentlich soweit vorbereitet. Unsere Pokémon sind auch alle full life. Und Janona wird hier wohl wieder... Ja, die Anfangs 3 werden hier unsere Offensive starten. Hallo, ja, ich möchte gerne zur Arena
antreten und ziehe dafür ganz richtig super gerne meine hässliche Uniform an. Bock. Schön hässlich, oder? Ja, richtig hässlich. Hier ist übrigens noch ein Fallgrubendetektor für dich. Den brauchst du. Fallgruben. Ah, warte. Ist der Gestein? Ist der gar nicht Eis? Ist das Eis oder ist das Gestein? Wenn der Gestein ist, dann bin ich richtig am Arsch. Das wird aber gar keinen Sinn ergeben. Hey, du kannst doch nicht Gestein sein. Sir Chester ist eine fucking Eisstadt. Ach, du bist eine Falle. You are a trap. I see it. Die Dinger schlagen aus. Wenn das jetzt Gestein ist, dann bin ich ja richtig am Arsch. Dann packen wir vielleicht doch Exandros lieber nach oben. Hä? Aber ich dachte, das ist wirklich Eis. Okay, so. Kannst du mich hören? Versuch, den richtigen Weg zu erspüren. Okay. Ah, oh, er schlägt aus. Oh mein Gott, okay. Das heißt, wenn er aufschlägt, dann ist da eine Falle, nicht wahr? Das heißt, ich darf nicht nach vorne gehen. Da ist eine Falle. Ich möchte aber sehen, was passiert, wenn ich da reingehe. Oh nein, ich sterbe. Toll, das hat einfach gar keine Auswirkung. Scheißegal, was er macht. Ja, hier ist auch falsch. Oh nein, wie konnte das passieren? Das ist ja dann eine doofe Arena-Challenge. Egal, ob man falsch ist oder nicht. Ja, da ist auch falsch. Hier ist anscheinend auch falsch. Eine Idee. Oh mein Gott, ich bin der Schlechteste. Guten Tag. Ich bin schon dreimal gestorben, aber hi. Warum habt ihr mich so verarscht, dass es hier eine Eis-Arena ist, obwohl ihr eigentlich Gestein seid? Das finde ich ganz schön unfair. Seh die Mantur. Ja, das ist auf jeden Fall Gestein. Toll. Wieso sind die in so einer Eisstadt? Egal. Wir haben ja zum Glück Exandros dabei. Dann ist Jaynona halt doch nicht so toll hier. Zauberblatt sollte eigentlich lang, auch wenn Zauberblatt natürlich sehr viel schwächer ist als Rasierblatt. Ja. Easy game. Die Arena-Challenge finde ich dann jetzt aber ein bisschen doof, muss ich sagen. Weil man ja eigentlich gar nichts falsch machen kann. Hä? Hier ist überall falsch. Wo soll ich denn dann hin? Einfach ganz an der Seite? Okay. Na, das schlägt ja auch schon wieder alles aus. Okay. Hä, super weird. Egal. So, ersten Raum überstanden und ich habe nur 3 Fehler gemacht. Mal, zeigt er sogar noch, wo alles war. Ah, es können auch so einzelne Dinger sein. Siehste mal. Okay, ja, interessant. Und ich bin nur von 3 von 8 reingegangen. Weiter so, atme tief ein und konzentriere dich. Alles klar, da ist garantiert... Nee. Da ist falsch, dann gehen wir da lang. Ja. Ich einfach nicht stehen bleiben. Wenn ich ganz schnell bin, dann kann ich auch nicht in die Abgründe fallen. Überheblich die mal gucken. Tja, ich bin einfach die Beste. Oh, der scheint nicht nur Gestein zu sein, sondern auch irgendwas anderes. Hier ist mein Zeug nicht so krass. Dann müssen wir zu schweren Geschützen greifen und Rasierblatt benutzen. Was einfach gar kein Damage macht. Kreuzschere ist bestimmt sehr effektiv. Ja. Weil Schere schneidet Papier, das weiß man doch. Aber kein Problem für Exandros. Hallo, was willst du noch? Bist du ein Mann? Ja, du bist, glaube ich, ein Mann. Hi. Oh, ich bin so angestrengt. Hier, friss mein Waggon. Ich probiere mal den Gigasauger, damit wir uns zumindest ein bisschen heilen. Macht gar nicht so wenig Damage. Und heilt auch gar nicht so wenig. Harnsteine sollte gar kein Damage machen. Ja, wir Gigasaugern uns jetzt einfach voll wie so ein Vampir. Nom, nom, nom. Oh, das schmeckt lecker. Jetzt habe ich schon fast wieder volle Leben. Ja. Ich habe sogar volle Leben. Der bringt ja auch deine Nitro-Ladung nichts. Die zwar... Hä? Das soll sehr effektiv gewesen sein und macht nur 14 Schaden. Ja, GG. Ich saug mich einfach wieder voll. Aber nicht mit einem Strohhalm aus Plastik, denn wir sind ja ökologisch veranlagt. Die konnte ich nur verlieren. Okay, hier war falsch. Danke. Ist das hier alles falsch? Ja. muss ich dann vielleicht rechts lagen? Nein. Vielleicht noch weiter rechts. Das sieht gut aus. Okay, schön. So, das waren 3 Herausforderer. Ich glaube, dann haben wir jetzt die Challenge schon beendet, oder? Das sind immer nur 3 Leute insgesamt. Ja, du wirst jetzt weniger sehen können. Du wirst weitergehen müssen, auch wenn du nichts siehst. Oh nein. Aber hier kommt kein Trainer mehr, oder? Ich sehe nichts. Nichts außer die Nebelschicht. Na Leute, wo kommt das her? Ich sehe nichts. Nichts außer die Nebelschicht. Ist hier tatsächlich noch ein Trainer? Nee. Ja, hier ist doch safe. Hallo? Los, geh weiter. Habe keine Angst. Hier ist tatsächlich noch ein Trainer. Willst du mich verarschen? 4 Trainer in einer Arena? Das ist ja eine mehr als sonst. Und hier hat auch noch einen Mogelbaum. Ich hasse Mogelbaum. Ich mochte Mogelbaum noch nie. Aber auch hier, die sind wieder nur Level 39. Und dann habt ihr jetzt im Discord auch noch geschrieben, dass ihr den Naturzone-Stream sehen wollt, bevor ich alle Arena-Orden habe. Dabei sind meine Pokémon jetzt schon zu stark.
Obwohl ich halt nur die Story mache, Leute. Das wäre doch dumm. Wenn ich dann jetzt in die Naturzone gehe für ein paar Stunden im Stream, dann sind meine Pokémon einfach noch viel stärker. Dann ist das doch überhaupt gar keine Herausforderung mehr. Deswegen, ich werde diesen Naturzonen-Stream erst machen, wenn ich hier durch bin. Wie komme ich jetzt hier vorbei? Ja? Ja, hey, hier ist alles voll. Digga, ist das anstrengend. Ja, ich kann wieder was sehen. Ja, ich bin der Allerbeste. Okay, also der dritte Raum hier, der war schon anspruchsvoller auf jeden Fall. Das war fabelhaft. Los, Arena-Challenger, betritt den Kampfplatz. Ja, wie bei Nico Nico. Mit den Kommentaren hier mal oben langlaufen. Ja, gewonnen. Der hat komische Haare. Fühlt sich cool, hä? Jo, ich bin Mac. Tut mir echt leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die übertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bring was hinter uns, Challenger. Er ist ja sehr von sich überzeugt. Ich hätte hier Memeon einfach nochmal einsetzen können. Das wäre, glaube ich, die beste Sache. Wollen wir diesen Gesteins-Feuer-Pokémon, die ja hier irgendwie anscheinend ein paar Mal haben. Was zum Ach lol, das ist die Weiterentwicklung von dem Ding, das wir auch schon haben. Der hat auch wieder vier Pokémon auf jeden Fall. Aber der ist ja wohl hundertprozentig nur Gestein. Vielleicht Gestein-Wasser. Aber da wird ja wohl ein Rasierblatt lang, oder? Zumindest Level 40. Ja, sehr effektiv. Oh ja. Soweit so einfach. Ein Potrott. Okay, der ist wahrscheinlich nur Wasser und gar kein Gestein. I don't care. Einfach ein Rasierblatt, dann ist der auch weg. Okay. What the fuck? Der ist... Was ist er denn dann? Das sieht aus wie ein Wasser-Pokémon. Das ist ja blöd. Okay, warte, wir wechseln nochmal aus. Wir müssen ja nicht immer nur mit einem Typen hier kämpfen. Wir wechseln mal Fly ein. Denn Fly ist vom Typ Kampf und Kampf ist eigentlich gegen alles recht gut. Der bringt dir auch dein Felskrab nicht. Das ist nämlich überhaupt nicht effektiv gegen Kampf. Ha, aber spüre meinen Durchbruch, den ich mit meinem Kampf bekommen habe. Ja, Volltreffer. Er lernt nicht dazu, dass sein Felskrab überhaupt nichts bringt. Ja, es senkt meine Initiative, aber das juckt mich doch nicht. Ich zertrümmer dich, du komisches Wesen. Und selbst das ist ein Volltreffer. Fly macht einfach immer nur Volltreffer. Ein bisschen lächerlich ist das schon. Humanoid! Als ob. Sollte ein Durchbruch aber vielleicht auch ganz geil gegen sein, oder? Der sollte ja wahrscheinlich nur Gestein sein. Mann, die machen auch schon wieder gar nichts. Du wolltest mir doch zeigen, wie stark du bist, Mac. Dann mach doch mal. Oh, stattdessen one-shotte ich die hier alle. Wäre das auch wieder ein Volltreffer gewesen, wäre der auch schon wieder weg gewesen. So, damit du nie wieder aufstehst, werde ich dich nach deinem Bodies... Aua, oh, okay, das tut wahrscheinlich weh. Werde ich dich jetzt aber zertrümmern. Egal, ob du historisch wertvoll bist oder nicht. Nach mir darf keiner mehr sehen, wie du aussahst. Nein, ich bin noch nicht zu Staub zerfallen. Ich kämpfe weiter. Doch, ich habe aber dein Pokémon gerade zu Staub zertrümmern lassen. Waggon hat einfach noch eine Weiterentwicklung. Ich möchte mal sehen, wie Sonquow aussieht, Dynamaxiert. Deswegen sorry, Fly. Haha, werde zu einem gigantischen Fels. Ja, Giga Dynamax. Ganz toll. Oh, der hat da vorne auch dieses Reflexmuster. Auf seinem Bauch, mehr oder weniger. Ja, und jetzt? Machst du noch eine Attacke? Nicht der Dynabrand! Das sollte zur Hälfte effektiv sein. Also sehr effektiv sein. Scheiße. Weil wir zur Hälfte halt aus Eisen sind. Oder Stahl, besser gesagt. Ich möchte trotzdem mal sehen. Ja, komm, wir Dynamaxieren trotzdem und setzen dann die deine Stahlzacken ein. Sollte nämlich auch sehr effektiv gegen den sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich möchte halt einfach mal sehen, wie Sonquow Dynamaxiert aussieht. Sonquow, Dynamaxiere dich! Jetzt! Sonquow! Okay, wird auch einfach nur größer. Ich glaube, Sonquow wird in der nächsten Runde sterben, wenn das hier so weitergeht. Aber erstmal! Bam, 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 bam! Krasse Zacken! Wow, das Damage! Und meine Verteidigung steigt nur noch. Haha! Ja, der Dynabrand sollte aber wahrscheinlich genug sein, weil man kriegt ja nicht mehr Verteidigung, oder?
besteht da in der Max-Form, sondern nur mehr Leben. Ja, war ein bisschen dumm. Kommt halt doch wieder Fly rein. Ich hoffe, der überlebt das. Leben der Sonnenkorn noch mal kurz wieder. Und Fly muss jetzt leider eine Attacke, eine deine Attacke, deine Branch schon wieder, tanken muss er die leider und schafft er nicht. Warum denn das nicht? Als ob diese deine Form so krass stark ist. Das wäre jetzt richtig doof. Ich kann aber auch nicht Exandros reinpacken. Okay, Jaynona, dann darfst du doch nochmal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit den ersten drei Pokémon hier nicht klarkommen würde. Noch ein Beleber für Fly. Und Felsgrab ist natürlich auch sehr effektiv gegen Jaynona. Ach, come on. Er ist einfach voll OP gegen meine Sachen. Hätte ich Memeon, dann wüsste ich eine Antwort, aber so. Gift bringt halt auch absolut gar nichts dagegen, aber ich probiere mal, ob vielleicht Elektro was dagegen bringt. Wahrscheinlich auch nicht, weil ein Stein leitet ja keine Elektrizität, aber whatever. Diese fucking Spitzen, ne? Aber wir sind ja Elektro. Oh nein, dann ist es doch auch sehr effektiv, oder? Ein blödes Felsgrab. Nee. Aber wenigstens geht jetzt diese Lichtintensität weg, sodass er nicht mehr so stark ist. Wir probieren aber mal einen Overdrive aus. Overdrive Jack! Was übrigens auch stärker ist, dank dieser Lärmfähigkeit, die die Riffex von Anfang an hat. Was macht der denn jetzt? Jetzt dreht er ja völlig am Rad. Okay, wir haben gerade so viel Damage gemacht. Wenn wir als erster dran sind, dann sollte Overdrive den töten. Riffex Attack! Lärm! Nice. Und das scheint auch eine neue Fähigkeit zu sein, diese Lärmfähigkeit. Die es erst seit Pokémon Schwert und Schild jetzt gibt. Da sind jetzt aber doch ganz schön viele Leute gestorben, muss ich sagen. Das ist ein bisschen sad. Nur wegen seinem letzten Ding da. Zäh, dann verkrieche ich mich mal wieder in mein Loch. Mach du mal. Du weißt schon, was du tust. Aber gut gekämpft. GG und so. Jetzt bin ich aber baff. Aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier der Gesteinsorden. Dein sechster Orden an der Zahl. Jetzt fehlt nur noch einer. Da kannst du zu Roy, dem Drachenleiter Arena tun, gehen. Ja, eine TM für dich. Felsgrab. Und seine Uniform kriegst du natürlich auch noch. Danke. Hallo, Salia. Ach, das war ja ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne da ein gutes Restaurant. Lass deinen Sieg doch feiern. Na dann, ist das eine Date? Einladung eigentlich. Ach, Hopp ist auch hier. Oh, hallo Dizzy. Na, hast du dir den nächsten Arena-Orden geschnappt? Ist ja super geil. Ich habe neue Informationen über die finstere Nacht und die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Was? Da ist ja auch so ein Wandteppich wie in der Schatzkammer. Wie kann das denn sein? Das ist ja das fünfte Wandteppich-Ding. Ja, und die beiden Helden sehen traurig aus. Wo sind das Schwert und das Schild hin? Hat das nur alles zu bedeuten? Vielleicht wurden sie ja versiegelt. Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einen tiefen Schlummer gefallen. Könnte es sein, dass diese merkwürdigen Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder das Schild war? Lisa, du weißt doch noch, was ich meine, oder? Klar, damals im Schlummerwald, da war so ein Pokémon, das uns vergewaltigt hatte. Das war nicht so cool. Ach ja, die Vergewaltigung. Hätte ich fast vergessen. Naja, lass uns mal essen jetzt. Ach, das Essen war lecker. Na gut, jetzt wo wir Sir Chester genauer erkundet haben, können wir ja jetzt woanders hingehen. Sie geht erstmal zur Hermotherme. Die Heroentherme, meine ich natürlich. Ob muss man wieder da hinlaufen? Hier bin ich, guck, ich bin 10 Meter weiter nach vorne gelaufen. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollte die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Ab heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Aber wer genau waren diese Helden eigentlich? Werde es genauer untersuchen. Okay, während du hier die Therme untersuchst, lass uns kämpfen, Dizzy. Okay. Warum? Warum will er mal kämpfen? Wie dumm kann man denn sein? Er hat den Arena-Orden nicht bekommen. Hat gesehen, ich habe ihn sofort beim ersten Versuch bekommen. Und jetzt will er trotzdem gegen mich kämpfen. Aber sein Volley hat sich weiterentwickelt. Das ist toll. Ich werde dir deine Wolle wegbrutzeln mit einem Flammenwurf. Und dann ist dir nämlich ganz kalt hier in Sir Chester und dann erfrierst du. Und brennen tust du auch noch. Haha, du erfrierst und verbrennst gleichzeitig. Oh nein, ich will nicht verbrennen und erfrieren. Tust du aber. Und versondersensort wirst du auch noch. Ein Britzigel. Okay, gar kein Plan. Könnte eventuell Gift sein. Wir probieren einfach mal wieder einen Flammenwurf aus. Whatever. Boah, scheint ganz gut zu sein. Huch, ist der von Typ Geist? Merkwürdiges Pokémon. Kleine Glut.
Oh, gegen sein Liberlo kommt natürlich wieder frei rein. Aua! Hallo, warum macht sein komischer Piep so viel Schaden? Au. Hallo, nicht ins Gesicht. Vor allem kein Volltreffer. Das tut doch weh. Das war ja doof. Dann habe ich, glaube ich, nichts Gutes gegen den, ne? Da kommt Nickel einfach mal rein. Hör doch mal auf mit deinem komischen Feuerball. Aua. Yo, wie viel Damage das auch einfach macht. Aber ich habe auch eine super krasse Attacke, nämlich den Overdrive. Ich habe die Befürchtung, Nickel wird beim nächsten Hit sterben. Vor allem, weil der Typ ja anscheinend eine höhere Initiative hat als wir. Oder? Nee, wir dürfen nicht als erstes hier. RIP Nickel. Oh, Hopp ist stärker als Mac oder was? Was ist denn hier jetzt los? Okay, Liberlo ist auf jeden Fall beim nächsten Hagelschlag tot. Deswegen gehen wir einfach mal mit Sonnenquow. Und dann fliegen wir einmal in die Lüfte. Sind hoffentlich als erster. Nein, sind nicht als erster davon. Warum denn nicht? Das ist auch sehr effektiv gegen uns, oder? Weil wir sind ja Stahl. Holy crap, jetzt hör doch mal auf. Sein Liberlo ist viel zu stark. Mein Plan war, dass wir als erstes in die Luft fliegen, dann die Hagelkörner, dann stirbt der Liberlo durch die Hagelkörner und dann würde ich nämlich das nächste Pokémon einfach durch meinen Flug angreifen. Aber die Initiative von diesem Liberlo ist ja einfach viel zu krass. Ach, stimmt, der hat ja noch einen Relaxo. Oh mein Gott, ich verliere viel zu viele Pokémon. Okay, fliegen. Oh, macht aber guten Angriff. Dafür ist jetzt Sonko auch tot. Geil, drei Pokémon-Rip. Gut, Exandros, du musst jetzt bitte ein bisschen tanken. Bitte, 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 bitte stirb nicht. Wir müssen jetzt ein paar Leute heilen. Beziehungsweise wiederbeleben erstmal. Aber erstmal Nickel, die ist mir am wichtigsten. Body Slam. Und anscheinend werden die wirklich immer größer bei Body Slam. Aber Exandros scheint eine gute Verteidigung zu haben. Von daher alles easy. Dann den Fly wiederbeleben. Als ob Body Slam paralysieren kann, was? Okay. Und als drittes dann noch den Sonnenquow. Ohne Witz, in der normalen Nuzlocke-Challenge wäre ich einfach RIP. Aber da wäre ich dann wahrscheinlich auch weiter in der Naturzone geblieben und da hätte ich meine Pokémon einfach bis zum OP sein trainiert. Und ob das dann spannender wäre, wage ich zu bezweifeln irgendwie. Naja, wir setzen meine Kumu-Milch ein für den Exandros, damit er mir nicht gleich wegstirbt. Und dann hast du sehr gut getankt, Exandros. Du darfst dich einmal vollsaugen, wenn du willst. Oh ja, vollsaugen! Oh ja, so ein Relaxo ist richtig geil. Oh, so viel Fett. Passt so gut wie Bacon. Und du denkst, mit deinem Kramor kannst du irgendwas? Obwohl du weißt, dass ich ein Janone habe? Ha, dass ich nicht lache. Spüre den Flammenwurf des Todes. Sollte sehr effektiv sein, weil der Stahl ist, ja. Was? Das kann doch nicht sein! Er hat sich aber tatsächlich mal gut geschlagen. Der hat drei Pokémon gekillt. Der wird immer krasser. Sein Relaxo ist heftig. Und sein Liberlo auf jeden Fall. Wow, das habt ihr sehr gut gemacht. Naja, wo geht's jetzt als nächstes hin? Gute Frage. Also ich habe ja noch meine ganze Arena ordentlich, deswegen... Keine Ahnung. Aber du kannst ja nach Spikeford gehen. Wer hat jetzt doch die Arena geschafft? Keine Ahnung. Ach, danke, dass du ihn aufgemuntert hast. Hopp ging's nämlich sehr schlecht. Also dann, tschüss. Schön. Also dann nächstes Mal geht's dann anscheinend nach Spook City. Oh, wahrscheinlich tatsächlich gegen Geist-Pokémon oder was? Ich habe schon gesehen, die Route geht einfach hier unten irgendwo weiter. Genau hier auf Route 9. Was uns hier dann aber erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Und wahrscheinlich sind wir dann in zwei Folgen wieder bei der nächsten Arena-Challenge. Ist das nicht super toll? Guck mal, hier gibt's noch dieses komische Lapras, was gar kein Lapras ist. Ja, ja. Gut, dann würde ich aber sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und Knüttelö. What are you? Das sieht interessant aus. Ein Quälstern-Pokémon von Typ Gift Wasser wird man von seinen Starren gestochen, setzt zunächst Taubheit ein, gefolgt von einem nahezu unerträglichen starken Juckreiz. Also wie so eine rote Qualle oder was? Sah zu interessant aus, deswegen muss ich das jetzt nochmal kurz fangen. Ja, aber dann bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.